Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Alpha Saphir. Ja, beim letzten Mal haben wir Kyogre gefangen. Und mehr oder weniger halt auch aufgehalten. Und nun heißt es für uns ab in die Arena von Xeneroville. So, ich denke mal, bevor wir in die Arena gehen, mache ich noch mal einen kurzen Rundgang durch die Stadt. Wir haben ja die linke Seite hier noch nicht ganz erkundet. Und das machen wir jetzt noch schnell. Naja, stimmt, diese Bärenmeisterfamilie ist ja hier überall in Höhen verteilt und schenken einem hin und wieder auch mal eine Beere oder sogar zwei, wie man sieht. Okay. Ja, man muss wirklich sagen, theoretisch kann Kyogre wahrscheinlich sogar leichter zu fangen sein als Groudon. Bei Kyogre hast du halt den Vorteil, du hast noch die ganzen Netzbälle und sowas, die einem eben einen Vorteil bei Wasserpokémon geben kann. Hätte ich das mal vorher dran gedacht, ne? Dann hätte ich mir einfach ein paar mehr Netzbälle gekauft und vielleicht hätten wir Kyogre dann auch so fangen können. Aber hätte Fahrradkette halt, ne? Wie es halt immer so ist. Haben wir halt den Meisterball schon verbraucht. Ich klicke hier alles so schnell durch, aber manchmal kann es vielleicht nicht schaden, auch mal hinzugucken, was die sagen. Aber wenn ich jetzt eigentlich nicht wüsste, dass die uns überhaupt irgendwas Rieseninteressantes erzählen würden. Eigentlich mache ich das Ganze auch nur, weil es hier, glaube ich, noch eine TM geben müsste. Ich glaube sogar in diesem Haus. Dann müssen wir uns da jetzt, genau, Durchbruch geben. Wo ich jetzt am Überlegen bin, ist Durchbruch sinnvoller als Doppelkick? Logok. Stärke, ja, ist es, ne? Stärke 30 mit Step 45. Also insgesamt Stärke 90. Mit beiden Kicks. Während Durchbruch mit Stärke 75 über 100 kommt. Also ist Durchbruch stärker. Und Logok kriegt das jetzt beigebracht. Jo. Erdbeben könnten wir ihm noch beibringen. Siedewasser, ja. Nee, glaub nicht. Dass ich Siedewasser jetzt bräuchte auf Kappa. Das ist jetzt irgendwie immer nur noch Kappa, ne? Was passt halt. Ja gut, den Weg daneben haben wir ja schon genommen. Da brauchen wir nicht mehr lang. Okay. Dann auf in die Arena. Ist es die gleiche wie in Smaragd? Nein. Oder? Nee, was will ich denn? Pokédex. Pokémon, da wollte ich drauf. Ja gut, Kappa kann, glaube ich, vorne bleiben. Die Arena wird sowieso größtenteils von Kapalores und Voltenso geführt. Aber man kann sogar direkt runter zu den Trainern. Im Original? Wow, Kappa gegen Kappa, ha? Nee, muss nicht sein.
Im Original war es halt so, dass man das Rätsel failen musste, um herunterzukommen und gegen die ganzen Trainer kämpfen zu können. War ein Crit, das war ja süßer Schaden. Hier ist es anscheinend so, dass man zumindest... Gut, ich weiß noch nicht, ob wir jetzt auch in alle zu allen Trainern gehen können. Werden wir jetzt gleich sehen. Können wir? Ja, anscheinend können wir. Okay. Bedeutet aber nicht, dass wir... das Kabel nervt hier gerade vom Headset. Bedeutet aber nicht... Jetzt weiß ich noch nicht mal, was sagen sollte. Was wollte ich sagen? Also wir werden jetzt erstmal jeden Trainer besiegen. Das auf jeden Fall. Ich habe wirklich vergessen, was ich sagen wollte. Mann. Ich bin senil und alt mittlerweile. Hä? Alt und senil, andersrum eher gesagt. Weilord. Bis auf Panzer Ero mittlerweile jeder auf Level 49. Das ist ja Schnieke. Der große böse Wal. Na gut, böse ist er jetzt nicht wirklich. Weilord sieht eigentlich aus wie so ein... Ja, ein Kumpelwal, ne? Ist zwar groß, will dir aber nichts tun. Was hat der Typ hier eigentlich für sein Harem hier unten? Ist ja schlimm mit dem. Er ist wirklich alles an Trainern in dieser Arena sind Frauen. Vasili, Vasili, was treibst du hier nur? Sollten wir mal die Polizei auf dich loschecken, hä? Stutz, Luke, nee. Das brauche ich nicht. Ja, sind wirklich nur Frauen. Meine Güte. Okay, Ala bist noch. Dann noch die beiden da oben, dann sind wir durch. Und dann können wir... Ja, sobald wir die Arena haben, haben wir eigentlich alle Möglichkeiten offen, die es so gibt. Wir können dann jede VM benutzen. Wir können uns das zweite Fahrrad organisieren. Womit wir dann auch endlich den Energieball für Kappa bekommen können. Also wir haben dann durchaus einige Möglichkeiten. Wir werden natürlich dann noch die ganzen restlichen Wasserrouten erkunden. Ist ja klar. Da fehlen ja auch noch so einige. Eigentlich von Mosbach City aus bis nach Raffelport zurück. Fehlt noch alles. Bis auf die Route, wo wir eben Zinero will haben. Wie geht das Teil kann Genesung. Es wird Megasauger natürlich nicht mehr ausreichen. Es wäre cool gewesen, wenn du gecrittet hättest. Aber natürlich crittest du nicht. Warum crittest du nie, wenn du sollst? Schlimm, schlimm hier. Die Welt Rauner Level 50. Das ist ja schön. Die beiden Pokémon, die ich sowieso in dieser Arena nicht verwenden werde, bekommen immerhin ein Level up. So, in der Reihenfolge werde ich die mehr oder weniger einsetzen.
weiß nicht, mit wem ich am besten liede. Wobei, die Belda könnte sogar noch eine Rolle spielen in der Arena. Da wir keine Feen haben, kein Pokémon mit einer Feenattacke. Oder nee, Moment. Das war Juan, der das Zeta King hatte. Er hier hat einen anderen Signature, ne? Er hat nicht Zeta King. Das war Juan. Der andere Haremführer. Aus Smaragd. Warum machst du das? Aha. Es hat gemisst. Okay. Alle Trainer, denke ich mal, besiegt. Dann können wir jetzt nochmal zurück ins Pokémon Center gehen. Unsere AP auffüllen. Weil für mehr brauche ich das eigentlich nicht. Weil das hat Mais auch. Und dann schauen wir uns mal die Rätsel des der Arena an, ne? Die ist eigentlich nicht wirklich schwer waren, wenn ich die noch im richtigen Kopf habe. Ist halt letzten Endes eigentlich, ja, wir werden es ja gleich sehen. Muss ich ja jetzt nicht schon vorwegnehmen. Wir werden es gleich sehen. Und dann geht's endlich in die letzte, ja, zum Kampf um den letzten Orden. In der Arena sind wir ja schon. Also, let's go. Genau. Okay, das sieht ein bisschen anders da aus. Ich glaube, ich habe schon verkackt. Oder? Ja, ich hab schon verkackt. Ich hätte in der Mitte starten müssen. Naja gut, so seht ihr jetzt zumindest, was passiert, wenn das Rätsel failt. Da fällt man nämlich hier runter und muss von vorne beginnen. Ja, das ist natürlich ein Vorteil. Du kannst ja auch diagonal laufen. Aber brauchst du gar nicht. Ey, gibt es sogar noch Trainer. Oh, sag das doch. Ich dachte, das wär's jetzt. Aber ja, hier hast du halt prinzipiell den Vorteil, dass du diese Plattform hier benutzen kannst. Womit du dann halt einfach hier rüber gehen kannst, ne? Hat sich halt irgendwas von Vasili und Ausziehen erzählt? Vasili, was treibst du in deinem Harem hier? Lass mal deine Nichte hören, ja? Die denkt wahrscheinlich auch nur, was hab ich hier für einen Onkel? Warum denn das Teil der Siedelbeere? Hm.
Walzer. Jetzt geh baden, ey. Dankeschön. Da sind kläffen Hunde. Und mir fliegt eine Fliege. Nice. Fliege, geh weg. Die nervt. Zum Glück brummt sie nicht. Komm, damit wir die auch noch bekämpft haben. Die Adelheit. Wow, ein Libiskus. Unglaublich. Also es gibt wirklich so Pokémon, die... die sind gegeben. Das war's. Also sie existieren. Den anderen Sinn und Zweck haben die irgendwie nicht, ne? Von Voltenso wird das One-Shotten, von daher erstmal auf Voltenso. Gegen das Seemon, das einen ziemlich großen, dreieckigen Mund hat. Interessant. So, geschafft. Ich glaube, ich lead einfach mal mit Voltenso. Ich hoffe, er leadet nicht mit einem Welser oder sowas. Das wäre echt nicht toll. Na gut. Den Poser, Vasili. Wir feuern dich heraus. Let's go. Erlaube mir, dass ich mich dir erneut vorstelle. Ich heiße Vasili und bin der Arenaleiter von Xeneroville. Irgendwas in deiner Ausstrahlung ist anders als zuvor, aber ich kann nicht erklären, was. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich frage mich, was sich in der Urzeithöhle ereignet hat und welche Rolle du dabei gespielt hast. Vielleicht wird mir unter bevorstehender Kampf etwas mehr Aufschluss darüber geben. Also dann, zeig mir, wozu du und dein Team fähig seid. Im Gegenzug bist du Augenzeuge. Der einmaligen Wasser in Illusion von mir. Und mein Pokémon. Überhaupt nicht eingebildet, ne? Und dann leadet er mit einem Libiskus. Why? Why, the why? Der 44, okay. Mega Voltenso! Zeig's ihm! Gut, Bedroher macht jetzt natürlich nicht so viel Sinn. Gegen eine Libiskus, das so oder so One-Shot ist. Okay, er hat einen Welser, aber damit Kappa für. Da haben wir Kappa für. Mal gucken, ob es ausreicht. Megasauger! Es reicht sogar aus. Wunderbar. Und er kommt direkt zum Milotic, okay. Milotic ist relativ tanky. Aber ob es ein... Stab-Ladungsstoß von einem 4-Level höheren Mega-Voltenso überleben kann, das bezweifle ich ja irgendwie. Wow, okay. Es kann. Es kann die Attacke überleben. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, gut, das war auch ein Quit.
Aber mit Dönerblitz hätten wir es gewonnen, Schottet, ne? Sehung. Ah, komm, das wird jetzt ein Voltenso-Sweep. Voltenso! Er hat, glaube ich, kein tankigeres Pokémon als sein Milotic. Von daher sollten wir jetzt hier alles one-shotten können. Mal Milotic ja so sein Signature ist und das entsprechend höchst geleveltste. Hast du sonst noch dein letztes Mon? Ach so, das war's. Oh. Ich dachte, er hätte sogar noch eins, aber scheinbar nicht. Du hast mir auf eindrucksvolle Weise vor Augen geführt, was für ein hervorragender Pokémon-Trainer du bist. Ich bin froh, dass ich die Bekanntschaft von dir und deinem Team machen durfte. Du bist ein würdiger Trainer des Schauerordens. Hier bitte, nimm ihn an dich. Mit dem Schauerorden gehorchen dir alle Pokémon. Selbst die von anderen Trainern. Du bist nun unbesiegbar. Ach, und nimm auch dies als Andenken an unseren Kampf. Hier, bitte sehr. Ich muss natürlich erstmal pausen. Folg mir auch auf Insta, ja? Bei der Feuerattacke Kaskade donnert der Anwender mit der Wucht eines Wasserfalls in seinen Gegner. Sie ist also sehr mächtig, aber auch elegant. Ja, manchmal lässt sie das Ziel nur zurückschrecken. Nun, da dir der Schauerorden verliehen wurde, kannst du mit Kaskade außerdem auch tosende Wasserfälle erklimmen. Und jetzt gabelt sich vor dir der Weg. Du selbst musst entscheiden, welche Richtung du einschlägst. Du könntest zum Beispiel dein Glück in der Pokémon-Liga versuchen. Wenn du alle Orden der Höhenregion gesammelt hast, wird dich dein Weg früher oder später dorthin führen. Wenn dies dein Wunsch ist, nimm Kurs auf die Insel Brachtpolis am östlichen Rand der Höhenregion. Oder aber du versuchst, so vielen Pokémon wie möglich zu begegnen, um dein Pokédex zu vervollständigen. Gerüchten zufolge hat Professor Birk aus Wurzelheim ein Update für den Pokédex vorbereitet. Wenn du ihm einen Besuch abstattest, gewinnt deine Suche nach neuen Pokémon sicher neue Dimensionen. Aber egal, welchen Weg du auch einschlägst, ich hoffe von ganzem Herzen, dass er dich in einer strahlenden Zukunft führen wird. Ja, das können wir hier auch problemlos wieder runter. Das ist ja schön. Ja, damit sind wir nun im Besitz aller Arena-Orden. Das ist ja wunderbar. Aber bis wir zur Pokémon-Liga selber gehen können, ihr seht es ja unten auf der Karte, ist noch ein bisschen was zum Aufdecken. Ganz rechts die roten Punkte sind natürlich Brachtpolis und die Siegestraße, beziehungsweise die Pokémon-Liga. Da wird es noch... Achso, Moment, wir haben ja noch ein neues Item bekommen. Oder nee, das zeige ich beim nächsten Mal. Gut, Leute, das war's dann aber erst einmal mit Pokémon Alpha Saphir für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ, bleibt euch lassen, gerne mit einer Klemmbekundung, was euch gefallen hat. Und was nicht, und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn dann der spannendste Teil des Spiels kommt, die Wasserrouten. Diesmal wirklich, oder? Ah, ich werde schon was finden. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.